Frau Vorsitzende, Herr Bürgermeister, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Dass diese Beschlussvorlage vor allen Dingen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn macht, hat der Bürgermeister ausreichend dargestellt. Das Urteil, also die Beurteilung durch das Landesverwaltungsamt ist ja nicht zwingend das letzte Wort und danach stehen immer noch der Rechtsweg offen. Und das wäre aus meiner Sicht die richtige Stelle, egal wie man sich in der Sache selber dazu verhält, einen solchen Antrag zu stellen. Und deswegen denke ich, sollte man diesen Antrag jetzt, heute nicht zustimmen. Auch dann, wenn man vielleicht der Auffassung ist, in der Sache selbst, die hier durch die antragstellende Fraktion vertreten worden ist. Ich möchte aber auf einen anderen Punkt eingehen. Wie relevant ist das denn? Jetzt unterstellen wir mal, Sie hätten recht und Sie würden jetzt im Hauptausschuss mitentscheiden oder hätten mitentscheiden können. Was hätten Sie denn tatsächlich anders entschieden? Es gibt ja drei Wege. Das muss allen, glaube ich, mal klar werden, worum es am Ende ging. Der erste Weg wäre, der Werkleiter wird nicht von seiner Position freigestellt. Ich glaube, nach allem, was wir wissen, wäre das keine Option gewesen. Der zweite Weg wäre gewesen, eine Kündigung auszusprechen. Ob die Grundlage dafür da war, damals so eine Entscheidung zu treffen, das wage ich mal stark zu bezweifeln. Und ob es sinnvoll ist, das ist, glaube ich, der viel wichtigere Punkt. Eine solche Kündigung hat zur Folge, dass man in ein langwieriges arbeitsrechtliche Auseinandersetzung geht, die in unserem Falle auch dazu geführt hätte, aus meiner Sicht, dass wir die neue Struktur, die Führungsstruktur von KMJ, so nicht hätten beschließen können, schon gar nicht umsetzen können und dass wir die Werkleiterin, die wir gestern so enthusiastisch hier nochmal begrüßt haben, gestern nicht hätten begrüßen können, weil es sie gar nicht gäbe. Und das ist doch der tiefere Grund, warum man eine solche zivilrechtliche Auseinandersetzung macht und sich formalrechtlich gütlich trennt. So, und da frage ich mal jeden Einzelnen, der sich hier vielleicht vorstellen könnte, in so einer Situation im Hauptausschuss zu sitzen, was hätte derjenige denn anders entschieden? Ich sage, an dieser Stelle hätte sich der Hauptausschuss, wenn er mitentscheiden hätte dürfen, das ist ja meine Position, nicht anders entschieden, weil eine andere Entscheidung nicht zum Wohl der Stadt und zum Wohl von KMJ gewesen wäre. Und das ist für mich ganz entscheidend. Wo ist denn der Streitwert dieser Organklage? Den sehe ich überhaupt gar nicht. Was wäre denn Großartiges anderes entschieden worden? Nichts. Auch wir hätten im Hauptausschuss diese Abwägung treffen müssen und ich bin mir ganz sicher, hätten die gleiche Entscheidung wie der Oberbürgermeister getroffen. Dankeschön.